Ich habe natürlich eine besondere Beziehung zum Ex-Libris, weil ich habe ja ein Jahr im Ex-Libris im Mütterzentrum Schweiz gearbeitet. Also ich kenne den Ex-Libris auch von hinter den Kulissen. Aber das Schönste ist natürlich, dass sie nachher meine Bücher verkauft haben. Und ja, wenn man mich fragt nach der ersten Single, die ich natürlich im Ex-Libris gekauft habe, 1972, ich darf es fast nicht sagen, der Junge mit dem Hund von Monika, also der Bernd Klüversong, der Junge mit der Mundharmonika, da bin ich 10, ich bin also entschuldigend. Aber ich kaufe trotzdem noch Sachen bei Ex-Libris. Gratuliere zum Geburtstag.